Willkommen zurück zu Pokémon Die Gelbe Edition. Ich wollte jetzt keine Zeit verlieren, deswegen bin ich direkt losgeradelt. Wir finden die TM5. Was ist dies? Schauen wir mal. Sie sind Mega Kick. Ich will mal gucken. Was haben wir alles? Ungerne. Ach komm, die Kratzfurie vergessen wir jetzt einfach mal. Karateschlag ist halt unsere Paradeattacke mit Bane. Definitiv. So, wir müssen erstmal hier nach hinten. Holen uns... Oh, der Schutz wirkt nicht mehr. Setzen wir direkt mal 9 ein. Top-Schutz. Nein, jetzt habe ich 2-mal eingesetzt. Hyperheiler ist auch nicht schlecht. Zu den Trainern komme ich noch. TM 17. Ich will mich halt hier erstmal umgucken. Schauen wir, was die TM 17 ist. Überroller. Nein. So, dann kommen wir mal zu den Trainern. Die Siegesstraße ist sehr schwer zu meistern. Ah, war's. Ist ja schon fast wieder vorbei. Ein Jongleur. Oh, der hat wahrscheinlich ein... Pantimos, okay. Ich wollte gerade sagen, Psycho-Pokémon. Wir versuchen es mal einzuschläfern. Nice! Das ist schön. Und dann greifen wir mit Traumfresser an. Traumfresser ist halt immer nice, weil wir uns dadurch auch heilen können. Auch wenn die Attacke nicht effektiv ist. Aber... Sie hilft uns auf jeden Fall. Ah. Pantimos schläft fest. Und dann werden wir noch eine Konfusion nehmen. Das sollte dann schon fast reichen. Na? Nicht? Nice. Okay. Und dann dürft ihr jetzt Level 47 erreichen. Jawohl. Da geht mir doch das Herz auf, Leute. Nicht in der Hose. Als nächstes würde ich gern Bane nach vorne setzen, weil der nur noch ein Level braucht. Und Bane ein bisschen schwierig zu leveln ist. Komm ruhig her, ich werde dich besiegen. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Ein Dompteur. Snobillikat. Sollten wir eigentlich mit Bane ganz gut gewappnet sein. Megakick hat nur 5, ne? Ich würde gerne mal... Ist auch noch eine Normalattacke, ist noch nicht mal eine Kampfattacke. Okay. Ja, Karateschlag. Batz. Sehr schön. Megakick haut halt rein, ne? Und Entoron. Ja, weil so viele Möglichkeiten kriege ich hier nicht mehr, Reek gescheit zu leveln. Weswegen wir das hier an Entoron mal kurz auslassen. Nice. So. Sehr schön. Auweia, ich bin besiegt. Oh mein Gott, das tut mir aber leid. Nicht. So. La 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 la. Ich würde mich gerne hier erstmal noch ein bisschen umgucken, ne? So, du möchtest also die Top 4 herausfordern? Klar. Wen sonst? Deine Mutter? Okay, Jongleur setzt Traumato ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist gerade. Volltreffer. Es ist vergiftet, ne? Volltreffer! Bane, super! So, Hypno in den Kampf schicken. Ja, ich möchte bitte das Pokémon wechseln. Und zwar auf Dunsabar, weil ich traue den anderen das nicht so zu gegen Psycho-Pokémon, außer anderen Psycho-Pokémon. Ich müsste halt wissen, was ist effektiv gegen Psycho.
Das weiß ich halt nicht. Kann ich? Es hat keine Wirkung. Okay. Ja, dann Psychokinese. Die stärkste Attacke einsetzen. Ich meine, wir sind 6 Level über, aber... Das ist, du hast halt den Vorteil, du kannst Kopfnuss. Kann ich nicht. Ich muss es jetzt halt mit der Oh, Volltreffer, das ist nice. Ruft Hypno zurück und setzt Kadabra ein. Ist aber auch nicht schlimm. Das kann ich gleich einschläfern. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aussetzer, was wird ausgesetzt? Bin ich blöd. Bin ich blöd. Ich muss es ja erstmal einschläfern, bevor ich Traumfresser einsetze. So. Nice. Okay. Und Traumfresser. Sehr schön. Jongleur ruft Kadabra zurück und setzt Hypno ein. Da werden wir dann Konfusion einfach einsetzen. Das reicht nicht ganz. Aber seine Konfusion ist wahrscheinlich noch weniger nützlich. Entschuldigung. So. Und Jongleur wird Kadabra in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Da es schläft, ja. Da es schläft, ja. So. Da darf Chris nämlich jetzt mal kurz einen Schlitzer einsetzen. Watz. Sehr schön. Sehr schön. Und noch ein Kadabra. Hm. Ja, komm. Feuersturm. Reicht nicht ganz. Aussetzer, was wird ausgesetzt? Feuersturm, war klar. Nehmen wir halt den Schlitzer und beenden's. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Foxy besiegt Jongleur. Voll erwischt. Jawohl. Voll in die Phrasen. Halt. So. Wenn du nicht vorankommst, versuche die Felsen zu verschieben. Ach nee, ne? Ich muss jetzt... Okay. Ernsthaft? Oder komme ich doch gar nicht hin? Muss ich dann Felsen von oben runterfallen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, da unten. Erstmal hier oben umgucken. Okay, du willst mir das Item da nicht geben. Man erzählt von einem Wunderkind. Ja, hier, hallo. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Hi, Kokowai. Willkommen zur Bane-Show. Versuchen wir es einfach nochmal mit Mega-Kick. Ah, die Attacke geht daneben. X-Angriff. Wenn es eine Psycho-Attacke kann, habe ich ein Problem. Also einfach hoffen, dass es ein guter Volltreffer ist. Komm, 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 komm. Ich will es jetzt nicht riskieren, dass es stirbt. Da ich mir vorstellen kann, dass er jetzt Traumfresser einsetzt. Ja, aber Staccato. Das hätten wir sogar überlebt. Das hätten wir sogar überlebt. So. Konfusion. Na, ist nicht effektiv. Nochmal Konfusion. Nice. So. Austoss. Ja, da würde ich gerne Reek einsetzen. Nein. Was mache ich denn? Ich habe eins zu weit gedrückt. Es tut mir leid. Egal. Egal. Dann bekommt Bane halt noch ein paar Erfahrungspunkte dazu.
Gott sei Dank gegen die Attacke daneben. Dann nehmen wir den Donnerblitz. Donner ist mir zu unsicher. So. What? Schnapper ist mies, weil wir da so schnell nicht rauskommen. Und das zieht nicht gerade wenig ab. Nice. Donnerschock hätte es jetzt auch getan, aber okay. Akani. Ja, bitte. So. Jetzt kommt Flo wieder zum Einsatz mit seinem Surfer. Weil echt nicht viele Eisattacken und die muss ich mir aufheben für Siegfried. Blizzard und Eisstrahl muss ich mir für Siegfried aufheben. Definitiv. So viel weiß ich. Bist das Wunderkind. Ja, habe ich doch gesagt. Was haben wir denn hier? Top-Beleber. Das ist nice. Der Schutz wirkt nicht mehr. Dann setzen wir mal wieder einen neuen ein. So, wo muss der Stein hin? What? Oh, nix. Level 46. 49! Und Bean schläft. Danke. Kann ich das nur während dem Kampf machen? Tatsache. Dann. Okay, hier hinten muss der Stein hin. Foxy findet TM 47. Ich würde gerne aber erstmal hier runter. Oder kam ich hierher? Hier kam ich her, ne? Explosion. Nein. Hier kam ich her, ne? Nee. Eben nicht. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du durch den Top 4 gehen. Will ich das? Ein Pokémaniac. Mit einem Plutexo und meinem schlafenden Bean. Dann... ja, komm. So. Immerhin steht Bean jetzt wieder auf. Und wir benutzen jetzt einfach mal, weil er damit nicht rechnet, einen Donner. Jetzt rechnet er damit. Na komm! Na, geht doch. Dann ist es noch nicht mehr... Ah! Wieso miso? Karate-Schlag! So. Lapras. Nee, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich versuche es jetzt nochmal mit einem Donner. Nice! Geht doch. Geht doch! Geht doch! Mann! Das hat's echt überlebt. Okay. Bin ich froh, dass wir auch einen Lapras haben. Tschüss, Bean. Bye, bye. So. Dann Reek. So. Und Reek erreicht Level 46 und ich werde den Part auch gleich schon beenden. Schlurp! Das sehen wir, glaube ich, auch zum ersten Mal. Oh. Donnerblitz. Los geht das. Sehr schön. Und wir haben den Pokémaniac besiegt. Nein, unglaublich. Megablock. Ich würde gerne Danseba nach vorne nehmen. Und einmal hier speichern.
So. Los geht's. Das versuchen wir jetzt noch. Lavados versuchen wir noch zu fangen. Nice. Das ist so ein schönes Pokémon, Leute. Dafür würde ich Chris schon fast zur Box bringen. So, einmal Hypnose. Jetzt den Traumfresser und hoffen, dass es nicht kaputt geht. So. Ich versuche es jetzt nochmal mit einer Konfusion und hoffe, dass es nicht kaputt geht. Okay. Wenn die nächste Konfusion jetzt ein Volltreffer wäre, dann hätten wir ein Problem. Ich versuche es einfach nochmal. Nee. Wenn es nicht schläft, nützt es nichts. Dann nochmal Hypnose. Und einfach hoffen, dass es jetzt funktioniert, dass es nicht getötet wird. Komm, 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 komm. Ja! Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Bin ich mir sicher, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ja! So. Lavados, Feuer. Möchtest du diesem Pokémon einen Spitznamen geben? Ja, der kriegt jetzt einen ganz tollen Namen. Und vor allem kreativ. Er wird jetzt einfach Phoenix getauft. Deswegen mit OE, weil es im Englischen kein Ö gibt. Phoenix. So, Phoenix wurde auf Bills PC übertragen. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den ganzen doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier auf der Siegesstraße. Bis dann, euer Nighthawk. Sock, 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 sock. Oh, du trägst den Felsorden. Ja, ich bin eben ein Stück zu weit gelaufen. Damit willkommen zurück zu Pokémon die gelbe Edition. So, liebe Freunde, es hat sich hier einiges verändert. Ich sitze zum Beispiel jetzt gerade an einem anderen Platz. Ist gerade gar nicht wirklich vorzustellen, weil der blaue Streifen hinter meinem Kopf immer noch da ist. Aber es ist an einer anderen Wand, auf jeden Fall. Also tagsüber habe ich da nämlich jetzt das Fenster und nicht mehr so komisch seitlich. Und, ja, wegen dem Licht muss ich mich nochmal kümmern. Das sind... Ich habe hier 5 Lampen an meinem, in meinem Oberlicht. Genau, ganze 2 funktionieren.